Veggie Radio. Unser Tagesthema. Der folgende Beitrag wird präsentiert von iChock, die vegane Schokolade, die das Zuhören versüßt. Am Mikrofon ist Michael Kiesewetter. Ich freue mich jetzt auf Frau Magister Gabriela Gabriel. Sie ist Pharmazeutin und hat sich auch mit Immuntherapie beschäftigt. Herzlich willkommen, Gabriela. Hallo, freut mich. Hallo, Michael. Gabriela, wir sprechen jetzt über Better for Me. Das ist ein österreichisches Unternehmen und es geht um Dinge, die der Körper wirklich braucht. Was ist Better for Me? Better for Me ist ein Familienunternehmen von Menschen aus Österreich, das sehr großen Wert darauf legt, Kräuter herzustellen in einer ganz besonderen Qualität. Das Ganze stammt aus Österreich, wird zum größten Teil handgefertigt. Wir kriegen die Kräuter in höchster Qualität getrocknet. Sie werden eingelegt in einer speziellen Mischung aus veganem Glycerin und Wasser und werden dann händisch täglich gerührt, filtriert, gepresst und dann abgefüllt in ganz speziellen Gläsern. Was sind das für Kräuter? Das sind Kräuter, Heilkräuter verschiedenster Art. Wir reden von Pflanzen wie dem wunderbaren Brennnesselblatt, der Löwenzahnwurzel, der Süßholzwurzel, der Katzenkralle. Wir reden von Pulvern wie dem Detoxpulver oder das Bärenpulver. Verschiedenster Art, alles ganz toll für unseren Körper. Was ist da so wichtig für den Körper an diesen Kräutern? Also für mich ist es so, dass Kräuter und Wildkräuter eine ganz besondere Information für uns haben. Und wir bieten einfach Produkte an, die die natürlichen Heilungskräfte des Körpers reaktivieren, indem sie ihn daran erinnern, was für Kräfte er in sich hat. Wenn wir uns zum Beispiel den Brennnessel anschauen, eine Pflanze, der man nicht mehr so viel Bedeutung schenkt, wie sie eigentlich verdienen würde, die überall wächst mit einer unglaublich heilenden Wirkung, mit einer Mischung aus unglaublich vielen Vitaminen, Mineralstoffen, mit über 700 verschiedenen Substanzen. Also wir reden von Kräutern, die teilweise um uns herum wachsen, wie der Zitronenmelisse, und die leider an sehr viel Bedeutung in unseren Breitengraden verloren haben. Woran liegt das eigentlich, dass da heute gar nicht mehr so drauf zurückgegriffen wird? Gerade die Brennnessel ist ja wirklich etwas mit, du hast es gerade schon gesagt, wahnsinnig vielen Inhaltsstoffen und unglaublich gesund in allen Variationen wohlgemerkt. Genau. Du kennst sicher den Spruch, Michael, man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ja, ja. Ich denke, dass es heutzutage so ist, dass jeder eine besondere Art von Aufmerksamkeit auf sich ziehen möchte. Und das gilt natürlich auch für Unternehmen und Firmen. Und da klingt es natürlich viel cooler, sage ich jetzt einmal, wenn ich die Ashwagandha vorstelle, anstatt Brennnessel. Ja, wo ist da der Unterschied, wenn wir gerade schon dabei sind? Naja, die Brennnessel ist in unseren Breitengraden, wie gesagt, wäre für jeden verfügbar, ja. Ja. Dasselbe übrigens auch für Leinsamen, aber wir haben in letzter Zeit den Fokus eher hingerichtet zu Chiasamen oder Chiasamen, wie man es eben ausspricht, obwohl das nicht sein müsste. Genau, die Chiasamen, die sind ja irgendwie jetzt so als Superfood auch deklariert und ich habe das jetzt schon häufiger gelesen, Leinsamen hat irgendwie genau den gleichen Effekt. Leinsamen sind toll, haben genauso die Docosahexaensäure, die Eicosapentaensäure in einem super Verhältnis. Natürlich für einen Veganer nicht ausreichend, da müsste man dann mit einem gewissen pflanzlichen Öl oder einer veganen Nahrungsergänzung mit DHA auch beisteuern, aber dasselbe gilt auch für Chia, ja? Ja. Also man könnte viel machen heimisch und das ist eben auch unsere so Devise und unser Wunsch, denn die Menschen, die hier leben in Europa, die sind ja mehr oder weniger mit diesen Kräutern aufgewachsen. Früher war es ganz normal, dass man sich den Gänseblümchen, Löwenzahn und Brennnessel in seinen Salat schneidet oder die Löwenzahnwurzel zwischendurch einfach kaut bei Verdauungsbeschwerden. Werden ja normalerweise auch in ganz schön viel Alkohol eingelegt, das ist bei euch aber nicht der Fall. Genau, das ist richtig. Wir verzichten auf Alkohol und deswegen sind diese Produkte auch so toll für die dauerhafte prophylaktische Anwendung. Heißt, durch das Glycerin, das schmeckt ja auch sehr süßlich, das ist dann auch für Kinder zum Beispiel geeignet? Das ist für Kinder, Schwangere, Stillende, für alle geeignet. Und auch wenn es süßlich schmeckt, ist es genau
Hause für Diabetiker geeignet. Denn Glycerin wird nicht über den natürlichen Insulinhaushalt mit Einbezug der Bauchspeicheldrüse verstoffwechselt. Also es ist für Diabetiker genauso geeignet. Das klingt alles sehr gut. Wir leben ja im Moment nicht nur in Deutschland, sondern weltweit in etwas schwierigen Zeiten. Hättest du da einen Tipp für uns? Was für Kräuter können uns jetzt unterstützen? Ich erinnere jetzt mal so an das Immunsystem, weil der Körper hat ja nun mal ein Immunsystem, welches sich mit Viren beschäftigt, auch wenn es denn dann soweit ist. Was kann ich denn tun, um meinen Körper da zu unterstützen? Ja, sehr gerne. Natürlich, abgesehen von der seelisch-emotionalen Ebene, möchte ich jetzt auf ein paar Produkte eingehen, die ich selbst schon seit Ewigkeiten nehme, noch bevor ich die Firma kannte, nämlich, du kennst bestimmt unser Detox-Pulver. Hast du dich schon mal damit auseinandergesetzt? Ich kenne es, ich habe es aber noch nicht genommen. Alles klar, dann würde ich jetzt sehr gerne darauf eingehen, weil es doch sehr gut zu deiner Virenfrage passt. Detox-Pulver haben wir eine Fünffachkombination aus Lappentank, also Dulse, Gerstengras, Heidelbeere, Spirulina und Koriander. Und ich möchte sehr gern kurz auf diese fünf Bestandteile näher eingehen. Mit dem Lappentank oder der sogenannten Rotalge oder auch Dulse genannt, eine Alge, die unglaublich viele Mineralstoffe, nämlich über 50 verschiedene Mineralstoffe liefert, wie Calcium, Selen, Eisen und vor allem Jod, das als natürliches Antiseptikum gilt. Dieses Jod wird ja auch in der Medizin verwendet, wie zum Beispiel als Jodlösung zum Desinfizieren. Es wirkt antimikrobiell, antibakteriell gegen Pilze und Viren. Das Besondere an der Dulse, also am Lappentank, ist, sie fungiert ja im Meer wie ein Schwamm. Sie nimmt wie ein Schwamm die Metalle und Schwermetalle aus dem Meer auf, deaktiviert sie durch das natürliche Jod und gibt sie dann in einer schadstofffreien Komponente wieder her. Und dasselbe macht sie in unserem Körper. Sie befreit den Körper von Schwermetallen und Metallen, die Arsen, Cadmium, Quecksilber, Aluminium und so weiter. Und sie lässt sie auch nicht los. Das heißt, sie bindet sie wie ein Schwamm, bis sie aus dem Körper draußen sind. Und nicht nur das, sie ist so potent in dieser Schwammwirkung, dass sie sogar beim Durchlaufen durch den Darm anderen Pflanzen wie dem Koriander auch noch ihre Giftfracht abnimmt. So potent ist sie. Sie absorbiert es und lässt es einfach nicht mehr los. Sie befreit uns von dem. Und durch das Jod hat sie eine normalisierende Wirkung auf die Schilddrüse, egal ob Ober- oder Unterfunktion. Sie hat einen sehr heilenden Effekt auf die Schilddrüse. Also das klingt ja jetzt schon fast nach einer super Alge. Ich kenne jetzt algentechnisch immer nur Chlorella und Spirulina. Genau. Spirulina ist genauso ein Bestandteil von diesem Detox-Pulver. Das ist die bekannteste Süßwasseralge, die im Körper stark basisch wirkt. Ja. Und auch interessant ist für Veganer, weil sie vom Profil her alle essentiellen Fettsäuren inklusive Linolensäure und auch alle essentiellen Aminosäuren enthält. Und außerdem Eisen und Magnesium. Und der Unterschied zwischen Spirulina und Chlorella ist der, dass Spirulina die Schwermetalle nicht nur bindet, sondern auch ausleitet potent. Und Chlorella hat eher die Angewohnheit, dass sie bis zu einer gewissen Kapazität bindet und dann aber alles entlässt, also aus den Deponien heraus. Und wir können aber nicht davon ausgehen, dass sie es effizient ausleitet. Und das könnte dann nicht gut sein für den Körper. Also dann doch eher, so wie du es jetzt gerade gesagt hast, die Dulse-Alge, die leitet dann auch aus. Richtig, also Dulse und Spirulina binden Schwermetalle, sondern leiten aus. Und das Gute an diesem Pulver ist, wenn man die Bestandteile für sich versteht. Nämlich, da ist ja auch Korianderpulver drinnen oder die sogenannte asiatische Petersilie. Und wenn ich Koriander höre, ist es für mich Detox auf allen Ebenen. Aha. Weil der Koriander ist sogar imstande, die Schwermetalle im Gehirn zu erreichen. Und das macht das so, indem in seinen Stängeln und Blättern ein ganz bestimmtes Wasser ist. Also Koriander besteht zu ca. 80% aus Wasser und das gemischt mit einer einzigartigen Mischung an Mineralstoffen, die dem Körperprofil sehr ähnlich kommen. Das ist das richtige Natrium-Kalium-Verhältnis. Und wenn diese Mischung aus total bioaktiven Wasser und Mineralstoffen auf unsere Aminosäure im Körper stoßen, vor allem auf Glycin und Glutamin, dann bilden sie eine Art pflanzlichen Neurotransmitter. Und der wird vom Körper so
wiedererkannt, dass er das Ganze in sein Gehirn lässt. Und deswegen ist Koriander eine super Schwermetallausleitung, Schwermetalle im Gehirn. Und wenn wir uns das anschauen, kombiniert mit der Rotalge und Spirulina, haben wir ein absolutes Detox-Pulver. Und dann kommt auch noch die Heidelbeere dazu. Also bei der Heidelbeere müssen wir alle eigentlich jetzt kurz einmal ausatmen und ihr das widmen, was sie verdient, weil die Heidelbeere ist das Auferstehungsobst oder die Auferstehungsnahrung für mich. Das ist eine einzigartige Pflanze, die sogar nach Flächenbränden wieder austreibt. Mhm. Und das ist stärker, gesünder als je zuvor. Das Einfrieren macht sie sogar noch potenter in ihren Nährstoffen. Sie verliert an gar nichts. Und das ist die Pflanze mit dem allerhöchsten Antioxidationsgehalt aus der ganzen Welt, unter allen Pflanzen. Sie wirkt entschlackend, regenerierend, sie bindet Metalle in der Leber. Wenn wir uns die Pigmentstoffe anschauen und schauen, wie potent sie Sachen einfärben kann, genau das macht sie in unserem Körper. Dieses Blau-Violette durchströmt jede Zelle und hinterlässt so viel Vitamin C, Anthocyanide, Pigmentstoffe und es ist ein Präbiotikum, eine natürliche Nahrung für unsere Darmbakterien. Und wenn du mich fragst, ist die Heidelbeere für den Körper und die Leber das, was Muttermilch für ein Baby ist. Und das ist auch im Detox-Pulver drinnen. Also ich habe jetzt eine ganze Menge gelernt. Ich muss jetzt nach dem Vortrag, den du gehalten hast, der so spannend war, muss ich jetzt sozusagen sofort dieses Detox-Pulver bestellen. Ihr liefert ja auch unter anderem nach Deutschland. Also man kann bei euch ganz normal auf der Webseite bestellen. Richtig, wir liefern nach Deutschland. Man kann online bestellen. Mittlerweile sind auch ganz viele Apotheken unsere Fans. Man kommt an unsere Mittel, wenn man sie haben möchte. Also betterforme.at, da gibt es den Shop und da geht das ganz komplikationslos. Oder einfach mal, wie du gerade gesagt hast, einfach mal in der Apotheke probieren. Vielleicht kannst du ja auch die Apotheke vor Ort besorgen. Richtig, ich würde immer nachfragen. Mhm. Das ist auch ganz gut, wenn man Interesse hat an einem Produkt, um das Ganze zu steigern. Die Nachfrage hilft. Und ich persönlich arbeite ja auch in einer Apotheke und ich mache nichts lieber als zu beraten oder empfehle nur Dinge, von denen ich 1000%ig überzeugt bin und die auch meiner Erfahrung entsprechen. Gabriela, ich könnte jetzt noch stundenlang weitersprechen, aber ich würde sagen, wir beenden das jetzt erstmal, aber wir sprechen garantiert nochmal zusammen über andere Dinge, die es zum Beispiel bei Better for Me gibt oder auch was so ein bisschen unterstützend wirken kann für den Körper. Du kennst dich da aus, du hast die Ahnung, das haben wir jetzt gehört und da freue ich mich schon aufs nächste Mal. Frau Magister Gabriela Gabriel, vielen herzlichen Dank für diese Information und bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Ich bedanke mich, Michael, und ich freue mich. Mach's gut. Du auch, danke. Tschüss. Der Beitrag ist vorbei. Die Lust auf Schokolade noch nicht? Kein Problem. iChock Nachschub gibt's im Bioladen und bei DM.